Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, was für ein Equipment ihr euch anschaffen könnt, wenn ihr zu Hause wenig Platz habt und wenn der Geldbeutel auch nicht so viel hergibt. Viele Leute trainieren mittlerweile zu Hause, haben gelernt durch Corona, dass es auch sinnvoll ist, zu Hause ein bisschen was an Equipment zu haben, damit man zu Hause gut trainieren kann. Und heute zeige ich euch, wie ihr mit Kettlebells und einer Gewichtsweste schon jede Menge trainieren könnt. Viel Spaß dabei. Okay, wir starten mit den Kettlebells, aber als allererstes, wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist, dann heiße ich dich erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, auf meinem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition, und wenn du neu bist, lass mir gerne ein Abo da. Wir sehen uns jede Woche in neuen Videos, aber jetzt starten wir erstmal mit den Kettlebells. Ich ziehe alle Übungen hintereinander weg durch, schreib unten drunter, was für eine Übung das ist, worauf ihr achten müsst, und dann könnt ihr sie ganz einfach nachmachen, wenn ihr so eine Kettlebell zu Hause habt. Okay, wie ihr seht, Kettlebells sind super vielseitig. Ich persönlich finde, durch die Gewichtsverlagerung, dass das Gewicht unten dran hängt, sind dann nochmal viele Übungen intensiver. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene. Die gibt es eigentlich in jeder Kategorie von Gewicht, von leicht bis super schwer. Ich glaube, die schwersten Kettlebells, die ich gesehen habe, wiegen um die 40 Kilo. Und ihr könnt damit wirklich alles Mögliche trainieren. Ihr könnt sie einfach als Hanteln benutzen, ihr könnt sie zum Drücken benutzen, ihr könnt sie auch festhalten, zum Beispiel, um einfach nur Squats zu machen. Ihr seid ja wirklich super mit bedient, die nehmen nicht viel Platz weg. Ihr habt keine Langhantel, die einfach unglaublich groß ist. Also ich finde für zu Hause eine super Alternative, womit ihr wirklich schon super viel machen könnt. Ein, zwei Übungen zeige ich euch noch und dann geht es weiter zu meinem nächsten Geheimtipp. Okay, Leute, wir machen weiter mit meinem Geheimtipp Nummer 2, und zwar eine Gewichtsweste. Wie ihr vielleicht wisst oder auf dem Kanal schon gesehen habt, ich mache auch viel funktionales Training mit dem eigenen Körpergewicht, und es kann natürlich sein, dass für den einen oder anderen das ein bisschen zu wenig ist oder zu schnell zu einfach wird, und da kommt die Gewichtsweste ins Spiel. Ihr könnt damit jede funktionale Übung direkt intensiver machen und neue Muskelaufbaureize damit setzen. Ich ziehe mir kurz die Weste an, das ist gar nicht mal so einfach, und dann legen wir direkt los und ich zeige euch ein paar Übungen, die ihr mit Gewichtsweste einfach umsetzen könnt. Ich sage euch, Leute, das ist gar kein Spaß, dieses Ding hier anzuziehen. Ist schon ordentlich schwer. Gewichtswesten gibt es übrigens in ganz verschiedenen Ausführungen. In leicht,
schwer, super schwer. Und ihr habt hier so Fächer drin und da sind Beutel drin mit Sand. Da könnt ihr dann selber nochmal das Gewicht variieren. Das heißt, ich würde euch empfehlen, wenn ihr das haben wollt, dann nehmt ihr euch eine schwere Gewichtsweste und nehmt dann später einfach die Dinger raus. Aber vorher natürlich darauf achten, dass ihr welche wählt, wo ihr das Ganze auch austauschen könnt. Okay, ich würde sagen, als allererstes kicken wir ein kleines Hit the Beat Breakletics Workout. Einfach ein paar Übungen mit Gewichtsweste, ein paar Push-Ups dazwischen. Stair-Push-Ups gehen auch super gut. Für die Schultern könnt ihr damit Handstand trainieren, ihr könnt Pike-Push-Ups trainieren. Wirklich, eigentlich alles ist möglich. Jede funktionale Übung wird automatisch schwerer mit einer Gewichtsweste. Legen wir los. Tipp habe ich noch für euch, und zwar dadurch, dass ihr jetzt Zusatzgewicht habt, ist das Ganze bei Push-Ups oder Plank-Übungen nicht so ganz angenehm für Leute, die nicht so trainierte Handgelenke haben. Das heißt, ich kann euch empfehlen, nehmt euch solche Handgelenkgriffe, Liegestützgriffe, dadurch bleibt das Handgelenk gerade und knickt nicht so wie auf dem Boden. Das ist viel angenehmer für euch und ihr könnt gleichzeitig auch noch tiefer in die Bewegung reingehen, was dann auch noch intensiver ist für euer Workout. Also hauen wir zum Schluss noch ein paar Push-Ups raus. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt am Ende vom Video angelangt, aber eine ganz wichtige Sache noch für euch. Für all meine Follower gibt es einen Gutscheincode von Gorilla Sports. Damit könnt ihr zum Beispiel eine Gewichtsweste, Kettlebell oder jede Menge anderes Equipment für euch zu Hause anschaffen. Damit habt ihr 10% Rabatt. Code, Links, alles unten in der Beschreibung. Den Code blende ich nochmal hier ein. Daniel-Daya. Damit kriegt ihr 10% auf euren gesamten Einkauf im Store von Gorilla Sports. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.